Heute kam das selbstbetitelte Böse Onkels Album raus. Ich habe es mir den ganzen Morgen angehört mit den Hunden zusammen und da oben ist Kuchen. Ich hole mir gleich Bier und dann gibt's Bier und Kuchen und wir schauen uns an, wie das neue Album denn so ist. So, jetzt habe ich auch das Bier besorgt und wenn meine Hunde es erlauben, werde ich auch anfangen. Ich habe den ganzen Morgen mit den Onkels Album verbracht und mit den zwei kleinen Nervensägen. Wir haben gefrühstückt und was ich vom neuen Album halte und was ich vom neuen Video vom Parabelritter zu sagen habe, das erfährt ihr jetzt. So Freunde, es ist früh am Tag, so früh ist es gar nicht. Da ich nur im Spätdienst arbeite, ist es für mich echt früh. Und es gab Post. Die Onkels haben ein zweites Paket bekommen. In Extremo. Wir konzentrieren uns heute erstmal auf die Onkels und hören uns die Scheibe einmal an. Ich habe es um Mitternacht auf Spotify gehört und sagen, ich war erstmal sehr positiv überrascht. Also das Intro mit Ben Becker. Tut nicht Not, tut aber auch nicht weh. Daher, was soll's. Kann man ja auch getrost skippen, wenn es nicht zusagt. Kuchen und Bier, das ist eine Onkelshymne, wie ich sie liebe. Geht nach vorne, voll auf die 12, powert, macht eine super Atmosphäre, einfacher Text, gefällt mir sehr. Des Bruders Hüter, auch hier ein typisches Onkelsthema. Freundschaft mit dem Schwerpunkt, auf den anderen aufzupassen und so weiter. Das Stück selber treibt schön nach vorne, geht sofort ins Ohr, gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ein Hoch auf die Toten. Ja, schönes Thema auch, wie das textlich aufgearbeitet ist. Gefällt mir sehr. Der Tod ist nicht das Ende vom Leben. Und wie das auch dargestellt, ich mag es. Ich mag die Atmosphäre, die in diesem Song aufgebaut wird. Auch hier wieder ein typischer Song, der einfach nur nach vorne geht. Aber die Atmosphäre ist trotzdem irgendwie ja nicht so auf Party ausgelegt. Sehr schön gemacht. Schönes Rockding und auch das macht Spaß, obwohl das ein sehr ernstes Thema ist. Also, klasse, ne? Beim Song Pravda kommen wir wirklich nicht dran vorbei, uns einmal das Video vom Parabelritter anzuschauen. Ich schneide das einmal mit. Pravda ist russisch für Wahrheit, im Polnischen ebenso, daher kenne ich das Wort ja auch. Sollten wir so kurz nach... Das ist jetzt hier Release. Also, alleine schon Böse Onkels, doch wieder rechts. Ja, eine sehr, sehr fragwürdige Überschrift. Zeigt dieser Satz, da gibt es welche, ne, die geben immer nur die absolute Wahrheit von sich und das sind die Onkels. Innerhalb eines Satzes, also auf der einen Seite die Paranoia der Masse irgendwie bestätigt und die eigene Wahrhaftigkeit untermauert, quasi als Rahmen für das Album. Ja, alle, anders als alle anderen belügen euch diese vier Jungs nicht und damit ist der Markenkern schon wieder ja, definiert. Faszinierend, was alles ausgesagt werden kann in nur einem Satz. Wem ist das auch aufgefallen? Dir? Gut, ja, Bienchen ins Muttiheft. Gut, der meint das Prolog mit Ben Becker. Ja, das ist so ein Spruch, ob man den so auf die Goldwaage legen soll. Anders gedacht, ich kenne jetzt keine Band, die jetzt sagt, hier kommt die Band mit der absoluten Unwahrheit und mit der absoluten Lüge. Es ist ein bisschen Spiel mit Klischees und Ruf. Ja, und weiter geht das Böse Onkels-Bingo. Ja? Und wieder Wahrheit, ja, nur auf Russisch, weil die russischen Medien, die lügen nämlich nicht. Pravda, die Wahrheit als die Fackeln der Nacht. Jeder ist ein Lehrer für die Narren dieser Welt. Deine Wahrheit beruht...
Also, Pravda, ich habe mir das hier einmal aufgeschlagen. Ich wollte es mir ursprünglich nicht durchlesen, was die Onkels selber zu ihren Songs geschrieben haben, damit ich mir selber ein Bild davon machen kann, unabhängig davon. Hier ist es wunderbar beschrieben. Es wird genau das Gegenteil gemeint. Pravda ist das Wort für Wahrheit und es gibt eine Zeitung, die nur Lügen verbreitet und die heißt selber Pravda. Und Pravda ist eigentlich so das Sinnbild für die russische Medienlandschaft. Das heißt, es wird genau das Gegenteil behauptet, als das, was der Parabelritter hier erzählt. Und somit entsteht schon eine völlig irrgeleitete Basis, diesen Song zu interpretieren. Die Wahl auf die Namensgebung Pravda ist also auch so eine Art Ironie der Sache. Ruht auf sich selbst, sie ist, was du fühlst, was du sprichst, was du denkst. Zitat. Ja, man kann den Onkels versuchen, einen politisch neutralen Charakter zu geben, wie man will. Aber das sind Worte, die so ja Karin Ritter mit Freude so unterstreichen würde. Das ist nichts anderes mehr, zugegeben, ja, muss ich jetzt einfach an der Stelle sagen, als Bauchpinselei für die Blase der Verschwörungstheoretiker und Faktenverweigerer, die sich im Dunstkreis dieser Band befinden. Ups, da kam die Überraschung. Nein, Wahrheit ist nicht, was man fühlt, ihr Vollidioten. Da kann man jetzt hier einen auf romantische Outlaw-Rocker machen, wie man will, in Zeiten, in denen völlig verblendete Leute Amok laufen, weil... Ich finde das immer schön, wenn jemand der Moralprediger ist. Die gefühlte Wahrheit, es wird tatsächlich von einer gefühlten Wahrheit gesprochen, das ist nicht erlogen, aber es wird völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich suche die Textstelle einmal raus. Deine Wahrheit beruht auf sich selbst, sie ist, was du fühlst, was du sprichst und du denkst. Nur die halbe Wahrheit ist auch gelogen. Also, es geht um die Wahrheit in dir selber, die Wahrheit über dich selbst. Das, was du fühlst, das, was du denkst. Es geht hier im Text auch um die Suche der Wahrheit. Das Halbwissen oder die halbe Wahrheit wird immer wieder als gefährlich dargestellt. Auch die Verbreitung von dieser Halbwahrheit, die Wahrheit selbst oder das, was du dafür hältst, ist eine Hure. Sie verkauft sich gerne für Geld. Niemand kann die komplette Wahrheit erfahren. Man ist immer auf der Suche und manche meinen, sie haben die gesamte Wahrheit für sich gepachtet. Und das sind die Leute, die tatsächlich nur die halbe Wahrheit haben und sich mit dieser halben Wahrheit zufrieden geben und diese halbe Wahrheit weitergeben. Vor solchen Leuten wird in diesem Text gewarnt. Ja, wie zum Beispiel YouTuber, die ohne besseres Wissen über die böse Onkels berichten. Ich möchte niemanden angucken. Aber über solche, natürlich wird jetzt nicht über solche Lappalien gewarnt, sondern es geht wirklich sehr in diese politische Schiene. Deswegen wird ja auch das Wort Pravda benutzt, ja? Dass es ernstzunehmende Medien sind, die so etwas tatsächlich auch machen. Obwohl das laut Weidner keine Presseschelte werden sollte. Also ich kann den Text auch verstehen. Wenn man weiter nach der gesamten Wahrheit sucht, ergibt sich immer wieder ein neues Bild im Puzzle und alles ergibt sich anders. Die Wahrheit ist eine Hure. Sie verkauft sich, hat nicht nur diesen Aspekt, den ich gerade genannt habe, sondern nochmal den anderen Aspekt. Die nackte Wahrheit oder das, was du dafür hältst, ist eine Hure, bla bla bla, verkauft sich gerne für Geld. Die nackte Wahrheit scheint oftmals ohne Interpretation, ohne Emotion, ohne Wertung zu funktionieren. Das heißt, Statistiken zum Beispiel, aber... Eigentlich müsste jemand, der aus dem Osten kommt, so etwas kennen. Es gibt drei Lügen. Es gibt die Zweckslüge, es gibt die Notlüge und es gibt die Statistik. Traue keine Statistik, die du selbst gefälscht hast. Darum lasst uns heute leben, für die Wahrheit in uns selbst. Ein jeder ist ein Lehrer für die Narren dieser Welt. Wichtig ist der erste Teil. Darum lasst uns heute leben, für die Wahrheit in uns selbst. Durch diesen ganzen Dschungel der Lügen, durch den Dschungel der unergründlichen Wahrheit... Mal auf sich selbst besinnen, ja, aufhören, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu erkennen, sondern einfach auch mal auf sich selbst besinnen. Darum lasst uns heute leben für die Wahrheit in uns selbst. Such die Wahrheit in dir. Das wird ebenso wichtig, wenn nicht sogar vielleicht wichtiger dargestellt, ich glaube, die Interpretation ist da offen, als die Suche nach der externen Wahrheit, ja, nach der Weltformel, wie es bei den Physikern ist.
viel wichtiger als die Weltformel ist vielleicht die Formel in deinem Herzen. Wer bist du? Was tust du? Was treibt dich? Wohin möchtest du? Ich finde auch den Anfang sehr schön. Da ist der Ich-Erzähler, glaube ich, in der Perspektive eines Blenders. Ich wasche die Hände in Unschuld und dreckige Wäsche. Ich weiß mehr, als ich sage. Ich denke mehr, als ich spreche. Wenn es nicht wahr ist, dann ist es gut erfunden. Ich sehe solche Leute, sage ich, auf YouTube ständig. Man merkt, irgendwie sprechen sie Sachen aus, denken sich aber noch irgendwie einen Teil mit bei, der nicht ausgesprochen wird, damit das alles konform bleibt, alles in einem gewissen Rahmen sich bewegt. Verkaufen dementsprechend so ihre Wahrheit, ohne die vielleicht geprüft zu haben, denn die haben noch die Gewissheit im Hinterkopf, wenn es nicht wahr ist, dann ist es gut erfunden. Passt mir in den Kragen, erzähle ich so weiter. Es ist eine Warnung vor Leuten, die Falschaussagen treffen oder Halbwahrheiten treffen, und immer größer der Aufruf, fang bei dir selbst an. Kehr vor deiner eigenen Haustür, finde die Wahrheit in dir. Was bewegt dich? Die Wahrheit funktioniert als eine Einheit. Einmal die externe Wahrheit, die man sich komplett niemals erschließen kann, also die Weltformel, und die Wahrheit in dir. Wer du bist, was dich bewegt. Das als Wechselwirkung. Das Individuum, das heißt du, ich, wir und die Umwelt, wir agieren ständig. Input, Output, da ist ständig eine Wechselwirkung. Und das in Gleichgewicht zu bringen mit deiner inneren Wahrheit, mit der Erkenntnis über sich selbst und die Erkenntnis über die Welt. Erkenntnis ist, glaube ich, so das richtige Wort. Dieses Lied entlarvt bis aufs Mark, Leute. Ja, aber nicht die Onkels, sondern dich. Ich mag den Kerl, aber auch er hat manchmal keine Ahnung. So ist es nun mal. Saufen ist wie Weinen. Ich mag, wie das Lied aufgebaut ist, wie es sich anhört. Anfangs so dieses jazzige, bluesige, da dachte ich noch, ob mir das Ding wohl wirklich so gefallen wird, und dann geht es los und dann bis zum Refrain, auch der Schlag, wie P ihn setzt im Refrain, der gefällt mir sehr, passt zum Text, unterstreicht sehr vieles, auch dieses typische Weidner, es ist zu laut in meinem Kopf, zu laut in den Gedanken, kann die ganze Welt bitte mal die Fresse halten. Diese Straßensprache, die in guten Texten verarbeitet wird, ich mag das. Auch das Gitarrensolo, was Gonzo dort reinhaut, sehr schönes Ding. Wie aus der Sage, ein Text von Schorowski, textlich, ja, ist okay, ja. Kann man jetzt nicht so viel aussetzen, geht natürlich besser. Musikalisch auch nur okay. Man muss sagen, solche Halbballaden haben es bei mir immer schwer anzukommen. Dementsprechend auch dieses Lied. Es erreicht mich nicht ganz. Irgendwie zündet das nicht, muss ich sagen. Ja, aber wenn das so im Autoradio läuft, würde ich das jetzt nicht unbedingt wegskippen. Wo wir schon beim Autoradio sind, ich musste mich heute Morgen auch erstmal auf den Weg machen, um ein paar Brötchen zu holen. Du hast mich, ich mag das nicht durch dich. Meinem Gesicht. Du hast mich, ich mag das. Ist für mich, glaube ich, jetzt erstmal das stärkste Stück auf dem Album. Ich finde es musikalisch super. Ich finde es textlich einwandfrei. Der beste Text auf dem Album. Und auch hier wieder echt dummer Vorwurf vom Parabelritter. Und der ultimative Move kommt dann, indem man bereits auf dem Album den Kritikern vermeintlich die Luft aus den Segeln nimmt. Ne? Du hast mich, ich mag das. Den Fans gegenüber den ultimativ abgeklärten Draufgänger-Meme und tun, als wäre jegliche Kritik nur aus Neid und Missgunst geboren. Den Kritiker denunzieren, nur Neidkultur und Missgunst. Ja, das ganze deutsche, eklige Neidkultur, das ist das. Das bringt diese Abneigung hervor. Ja, nee, ist klar, Jungs. Es gibt keinen Grund, euch zu hassen. Als wäre da eine Aussage an die Presse oder an Leute, die die Onkels hassen. Das hat ein völlig anderes Thema. Entweder hat er nicht hingehört oder hat den Text nicht verstanden oder beides. Du siehst aus wie ein Mensch und du träumst, dass du lebst. Hier wird schon von vornherein von einer Entmenschlichung gesprochen. Langweilst du dich genauso wie mich? Im Laufe des Textes
gesehen bedeutet das nichts anderes. Wir haben nichts Besseres zu tun, als uns gegenseitig ins Gesicht zu pissen. Ich schwärze dich an, treibst du es zu bunt. Ich drücke, bis es wehtut auf deinen wunden Punkt. Dann der Refrain. Du hasst mich, ich mag das, ich lebe durch dich. Dein Hass auf die Welt in meinem Gesicht. Da spielt auch dieses sich selber spüren dadurch, dass man durch andere gehasst wird eine Rolle. Dieses sich mit sich selber identifizieren, dass ich weiß, wer ich bin, das erkenne ich an meinen Feinden, an die, die mich hassen. Ich habe kein Herz, leiste mir deins. Ich schneide mir ins Fleisch und filetiere deins. Ich find's klasse. Dieses Herzlose in sich zu erkennen und um das Herz des anderen zu bitten, um es dann auch nur nochmal zu zerstören. Also sich selber, da spielt ein bisschen Selbsthass mit bei und Hass auf andere. Einfach nur cool, Gewinn ist nutzlos, wenn nicht einer verliert. Kann Ellbogengesellschaft bedeuten, kann einfach auch die Feindschaft bedeuten, dass man den einen zu Boden kriegen möchte. Spiel um dein Leben, ich hoffe, dass du stirbst. Wir sind Imitate fühlender Wesen. Auch hier wird es nochmal klar, diese Entmenschlichung durch Hass, durch diese, ja, ob da auch Neidkultur eine Rolle spielt. Auch musikalisch finde ich super, wie das nach vorne geht. Das ballert direkt los und in dem Moment, wo Kevin mit der Stimme einsetzt, wird einfach mal so die Luft aus den Instrumenten gelassen und dann zack, nimmt das Ganze wieder Fahrt auf und das Schlagzeug rollt das ganze Stück nach vorne und auch der Refrain wird schön durchgeballert und passt zum Text, dass der Refrain musikalisch so nach vorne geht und Kevin aber da trotzdem so die Ruhe in seiner Stimme behält. Es ist ein sehr schöner Kontrast, der dargestellt wird. Auch das Gitarrensolo, das einzige Minus ist vielleicht aus dem Solo in den letzten Refrain hinein, der Übergang, da geht mehr, aber okay. Ja, Mann, das ist Musik! Rent ist ein schönes, dunkles, düsteres Gitarrenbrett. Ich liebe diesen dunklen Rock, ich mag Dark Rock und das geht sehr in die Richtung, die ich wirklich, wirklich, wirklich mag. Textlich wirkt das streckenweise, ja, wie so ein Ende, wie so eine Apokalypse. Auf jeden Fall sehr dichte Atmosphäre, sehr düstere Atmosphäre. Der Text passt super, auch Kevin, wie er dazu singt, passt. Sehr stimmiges Bild. Wer schön sein will, muss lachen. Gehört für mich zu den drei eher schwächeren Songs auf dem Album. Für mich persönlich dümpelt der Song hin, dann zu so ein bisschen dieses, ja, Schunkelartige kommt. Na 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 na. Und erst dann wird es so ein bisschen wütender und geht so ein bisschen auch nach vorne. Für mich der beste Part in diesem Song. Da geht Kevins Stimme auch schön in die aggressivere Schiene hinein und vorweg, finde ich, trifft er auch nicht wirklich die Atmosphäre gesanglich. Der Bass kommt hier wunderbar heraus und ist für mich das Beste an diesem Lied. Selten, dass man so etwas sagen kann, aber wirklich, der Bass reißt hier wirklich vieles raus und ist echt das Beste an diesem Song. Ich denke, das reicht jetzt mit dem intensiven Einblick. Die folgenden Songs sind musikalisch nämlich eher unaufgeregt, so ein bisschen Reggae-lastig. Ja, und dann machen die noch mit Reggae weiter, ey. Toll, ey. Anstatt irgendwelche Metal-Klischees zu erfüllen und genau das zu tun, womit man rechnet, also das zu tun, was man von ihnen erwartet, haben die einfach ihren eigenen Kopf, diese Kack-Nazis mit Reggae, ey. Typisch Nazis, immer mit ihren Reggae-Kack, ne? Also, schlimm. So, ein sehr schönes Stück, ist wirklich sehr Reggae-mäßig in der Strophe, im Refrain ein bisschen weniger, geht schön ins Ohr, aber wunderbar gemacht. Lohnt sich. Ja, wie einfach das Leben ist, wenn es sich reimt. Zieh den Kopf aus dem Arsch und die Sonne scheint. Bevor es einfach ist. Flügel für dich, ein wirklich starker Song. Ich finde die Strophe sehr schön arrangiert.
Es ist interessant gemacht, aber nicht so kompliziert, dass man denkt, oh, was ist da los? Es ist ein geiler Kompromiss, ne? Zwischen wirklich Kunst und Unterhaltung. Geht dann in den Refrain, in die reine Unterhaltung hinein. Sehr einfach aufgebaut. Dann, ich habe es erstmal so gehört. Alles ist schwer, bevor es einfach wird. Alles scheitert, bis es klappt. Das hört sich so ein bisschen an wie die Basis ist die Grundlage vom Fundament. Aber wenn man sich den Text nochmal genauer anschaut, es geht darum, jemanden aufzubauen. Und wenn jemand am Boden ist, dann ist es dieser Gedanke, der fehlt. Es geht irgendwie vorüber und es ist am Anfang doch immer irgendwie schwer. Und irgendwie, irgendwann klappt es doch halt auch immer. Aber das sind die Gedanken, die jemand, der am Boden liegt, fehlen. Der Refrain ist zum Mitsingen geeignet. Nicht nur geeignet, ich glaube, der ist dafür geschrieben und das ist wirklich Stadionrock erste Sahne. Kann man auch mal machen, besonders wenn man halt die Strophe so schön arrangiert hat, dann darf man sich das auch erlauben. Es bleibt dieses Lied. Ne, Margit? Ja. Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf. Der Abschluss dieser CD. Ich persönlich mag ihn nicht. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen Pfeffer dahinter. Auch die Geschichte ist jetzt nicht besonders interessant beschrieben. Nichts, wo ich denke, wow, oder ist mir jetzt neu, oder das ist ein Aspekt, den ich so noch nicht betrachtet habe. Es geht einfach so ein bisschen die Biografie der Onkels runter. Hat also eine rückblickende Wirkung mit so einem unterschwelligen Abschiedston, ohne dass es ein Abschied ist, aber durch diesen unterschwelligen Ton passt das einfach zum Abschluss der CD. Ist wie das Intro, tut nicht Not, aber tut jetzt auch nicht weh. Also alles in allem war das ein echt wundervoller Morgen. Die Hunde liegen hier gerade im Bett und schlafen. Das heißt Bett auf dem Sofa. Da eine habe ich jetzt gerade aufgeweckt, die schwarze Chili. Hä? Mäuschen. So. Ich finde, das ist ein wirklich guter Kompromiss von Onkels damals und Onkels heute geworden. Es ist eigentlich mehr Onkels heute. Denn das, was mich so an die Onkels damals erinnert, an ein Album, ist einfach typischer Onkels-Sound. So, der ständig da war und ständig bleiben wird. Daher mehr Onkels neu als Onkels alt, aber nicht so in Anführungsstrichen übertrieben neu, wie es Memento war, obwohl Memento ein gutes Album war, ich bleib dabei, aber ich bin froh, dass sich dieses Album so anhört, wie es sich anhört. Wie gesagt, alles in allem, ein gutes Album, ich werde mich auch hinlegen. Macht's gut, euer Vic von Metachemie. Ach ja, ey, bevor ihr jetzt abschaltet, abonniert nochmal den Kanal. Ciao.